Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play. Mega Man 6 von ihrem 93 Jovo. Im letzten Teil bei Tomahawk Man und Plant Man gescheitert, werde ich jetzt wahrscheinlich sollte echt einen Duden fressen, irgendwann zum Abend, Mittag oder Frühstück, damit ich meine Worte besser lerne. Meine alte Devise, ich werde jeden Boss mal probieren und schauen, wie ich ihn denn machen kann. Machen wir mal diesmal den Centaurmann, den Centaurus Man. Er ist halb, ist er nicht eigentlich dann dreigespaltet? Ich meine, er ist halb Roboter, halb Mensch und halb Pferd. Wasser. Okay, explodierende Metroids. Und ein Beligan, der Fische abwirft, die anscheinend auch nicht sehr darüber erfreut sind, da zu enden, wo sie im Moment sind. Na, warte. Yeah. Hey, überall. Ja. Kotzt du mich etwa voll hier, du. Du mieser kleiner Pelikan. Nee. Tufi, wo man ausweichen muss. Aber ich schaue durch diesen Fisch an, der ist so, oh no, ich hatte doch noch eine Verabredung heute Mittag. Die kann ich jetzt außen lassen. Nope. Ich schau dich nicht mal mit einem Arsch an. So egal bist du mir. Ja, Piranhas. Nein. Oh, die haben ein schönes Gesicht ausgerechnet. Nein. Wo ist mein Mittagessen? Wo ist mein Mittagessen? Nein. Warte, bist du? Wo bist du? Weg wie Dreck. Nein. Och, na toll, der Stoß muss. Wie ich es schaffe, auf die einfachsten Weisen zu sterben, also. Ich habe einen schwarzen Gürtel im Suicide. Im Suizide, im Selbstmord, wisst ihr? Also im Videospiel, nicht im wahren Leben, weil ich meine, wer hat das schon? Ihr habt den Angeber. All das Angeber hier. Blah. Ich finde interessant, dass die Musik nicht weggeht, wenn man stirbt. Es geht einfach weiter, so wie, ja, Mega Man ist tot. Das Leben geht weiter. Dann haben die Roboter halt die Macht über die Erde, über die ganze Bevölkerung. Wen scherz, wen juckt's? Nicht diesen blauen Kerl. Na warte, haha. Ne? Ja. Vom Winde verweht, zwiegespaltet. Na. Wo ist der kleine Megaman? Wo ist der kleine Mega? Ne, da bin ich. Alles klar, also nochmal werde ich hier nicht sterben, aber warum? Warum ist Centaur Man Stage unter Wasser? Da. Ja. Das erinnert mich stark an die Bubble Man Stage. Na. Oh, verdammt doch mal. Warum? Schon Game Over, also das probiere ich nochmal hier. Nee, da gehe ich jetzt nicht. Continue, aber sowas von. Ja, was von hier? Ich habe hier noch gar nichts von der Stage gesehen. Ich bin ja nicht mal zum Mittelpunkt gekommen. Ich habe nur Fische und Pelikane gesehen. Blech. Übergeben die Pelikane, die haben. Wie war das Wort nochmal? Nee, Alzheimer war das nicht. Ach, wie heißt das Wort, wenn man sich den Finger in den Hals steckt, um gewichtlos zu werden? Ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr mir weiterhelfen? Oh, das Wort wusste ich doch mal. Und ich soll ein Deutscher sein? Ich weiß viele englische Wörter. Aber deutsche Wörter? Nee, you. I don't really think so. Na. Alle. Ja. Na, verdammt. Ein Piranha, der mir buchstäblich den Kopf abbeißen kann, tötet mich nicht sofort. Eine Laserkanone. Oder Laserstrahl tötet mich auch sofort. Aber Stacheln? Die töten mich sofort? Was für eine Logik ist das? Da komme ich hier gleich in meinen ausländischen Akzent hier. Was ist das für eine Sheet? Was ist das für eine braune Paste, die man sich ja manchmal auch auf die Zahnpasta-Tube tun konnte hier. Da putze ich mit den Zähnen und dann sieht das alles Paste aus. Dieses kleine... Wobei, das könnte Schokomus sein. Oh, lecker Schokomus. Oh. Schokohase. Das könnte aber auch das sein... Das Schokomus, das könnte auch sein, wenn ein Schokohase sich übergibt. Oder auch wenn ein Schokweihnachtsmann zu viel gesoffen hat. Oder Pelikan. Behalt du deine Fressalien für dich? Ja.
Wie heißt das Wort? Ich will es jetzt wissen. Ich muss mich daran erinnern. Bulimie, genau. Bulimie, ein bulimie-geplagter Pelikan. Das ist es. Das ist es, oh ja. Heute gibt es Sushi, meine Lieben. Oh, Sushi. Hey. Also wenn das mich erwischt hätte, das wäre peinlich gewesen. Hey. Ja. Da. Blub. Aber schaut euch das mal an. Wie der lädt so. Der überreagiert. Na. Ha? Überall Fischis. Wo sind wir hier in einem Aquarium? Sieht für mich aus wie ein Klosett. Na? Kommst nicht runter? Da! Oh! Ach, oh, jetzt kommt. Oh, auf dem Silbertablett habe ich mich. Und du verfolgst mich. Hallo, hier bin ich. Und schon wieder bin ich weg. Nee, du bist weg. Haha. Du bist im Jenseits, im Roboter-Jenseits. Okay, was haben wir? Diese Logik, also dass das Wasser jetzt über mir ist wie ein Himmel. Was? Oh, was bist du denn? Oh, du. Hinfort mit dir, du hast aber was im Köpfchen. Oh nein, das ist schlecht. Das ist schlecht. Da. Okay, oh, ich weiß, wie ich es zu machen habe. Geronimo! Wupp. Jawohl. Einstein hier. Du hast mir weitergeholfen. Dein Intellekt hat auf mich abgefärbt. Energie. Oh! Feuerwerk! Hui! Oh, die sind putzig. Hui! Hier, ein Geschenk. Fang doch. Hä? Wann kann ich ihn denn erwischen? Ich kann ihn gar nicht erwischen. Was soll denn das? Ich kann ihn nicht erwischen. Hä? Ich kann den nicht erwischen. Was soll denn das? Du bist so putzig. Ich möchte dich an dir nicht erschießen, aber ich muss, weil ich ja weiter will. Ach, na komm. Geronimo hier. Alle hopp. Irgendwie konnte ich sie nicht töten. Nicht mal, wenn ich ihn in seine... Eddie, was hast du für mich? Wehe, was... Mein Leben. Mein Leben, du hast mein Leben gerettet. Hatte mein Ego denn in deinem Kopf Platz? Nein, nicht so wirklich. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Hol dir Aspirin. So. Ein U-Boot, genau, als Wolke. Au, oh, verdammt. Echt, was hat ein Centaur mit hier mit Marine zu tun? Ich bin weg. Da, weg mit dir und weg mit dir. Oh, verdammt. Weg von den Submarines. Yellow Submarine. We are left from Yellow Submarine. Wie bitte? Metroid. Die Metroid-Fälle. Hui. Ach, wie süß. Selbstmord. Ah. Oh. Octopus. Und Raketen. Aha. Ach, verdammt. Was spuckst du da? Sind das tiefgefrorene Tinte? Ich hoffe, dass das Tinte ist und nicht irgendwas anderes tiefgefroren. Ich hab ihn aufgeladen und Schluss. Verwende ihn doch mal, Mega Man. Sonst wird es dich dein Leben kosten. Komm schon. Ach, verdammt. Vom Tinteneisblock erwischt. Aber ich habe hier ein Leben aufgesammelt. Ach nein, hier war der Mittelpunkt. Ah, verdammt nochmal. Einstein, ich komme zu dir, mein Freund. Da warst du aber nicht so einsteinmäßig. Hey, hörst. Weg. Alle ab und hopp. Jawohl, Geronimo. Ja. Ah, verdammt. Da habe ich das Wasser nicht ausnutzen können. Gib mir Energie. Weg da. Die sind mir alle viel so aufdringlich hier. Echt, ich kann die nicht angreifen. Hui. Einfach Unverwundbarkeit ausnutzen, so. Eddie. Ach, Eddie kommt nur einmal. Der faule kleine Lümmel, du. Ach, die Musik. Ich könnte mich mehr aufregen, aber die Musik ist so schön, das will ich gar nicht. Hey, genau auf meinem Kopf geparkt hier. Was fällt dir ein? Du Mäusling, du Chauvinistenschwein, du. Hättest du für was Besseres, nur weil du unter Wasser atmen kannst? Ich bin auch ein Roboter, ich kann auch unter Wasser atmen. Beziehungsweise kann ich überhaupt nicht atmen, denn ich bin ein Roboter. Ich brauche keinen Sauerstoff. Aber ich brauche einen, deshalb kann ich hier nicht die ganze Zeit reden. Das finde ich blöd, dass man... Moment. Unverwundbarkeit ausnutzen.
und durch das Hinterteil eines Oktopus das Leben gelassen. Das finde ich blöd, dass man den aufgeladenen Schuss verliert, sobald man getroffen wird. Hey, Tiliti, Tilitam. Ach, wie du deine Zehenspitzen strecken kannst, wie eine kleine Ballerina. Alle, ja. Aha. So macht man einen Einstein-Ballerina-Tänzer fertig. Oh mein Gott. Ist das süß. Hui. Oh. Man muss die mit dem aufgeladenen Schuss wegschleudern. Oh. Da tun die mir ein bisschen leid. Wie die wegfing so ein... Nein, was soll das? Ich wollte nur ein Feuerwerk machen. Oh. Mann, oh Mann, dieses Spiel macht mich zu einem kleinen, süß raspelnden Idioten. Einem liebevollen, süß raspelnden Idioten. In der Tat. So, Oktopussi? Oktopussi hier. Oh, du kleines Oktopussi. Oh, du kleines Tierchen und so. Komm mit in mein Zimmer. Ich möchte mit dir kuscheln. Du hast 8 Arme. Genug für mich. Okay. Jawohl. Tanze mit dem Oktopus. Tanze. Okay, aber nicht mit den... Oh, Energie. Hey, hörst du mal auf hier? Kannst du mal dein Leben lassen? Nicht, dass ich dich irgendwie nicht leihen kann, aber du versperrst mir den Weg. Dankeschön. Okay, ich bin bei meinem letzten Leben. Das heißt, wenn ich zum Boss komme, dann muss ich es jetzt schaffen. Wie soll ich da denn hinkommen? Da brauche ich erst Wasch, meinen Waschschat. Ich muss mir Flügel wachsen lassen. Man hat 2 Möglichkeiten, zum Boss zu kommen. Ob das wohl... Das könnte irgendwas freischalten. Wenn ihr davon irgendwas wisst, dann sagt mir Bescheid. Was hat ein Centaur? Ihr könnt mir eine Armbrust vorstellen. Eine Armbrustfähigkeit. Na, was kannst du, Centaur, Mann? Du kannst dich unsichtbar machen. Und du kannst die Zeit anhalten. Da-da-da-da-da. Bambalamba-bambalabananza. Also, irgendwie... Ach, dein Schuss spaltet sich auf... Was mache ich gerade? Ich mache irgendwas richtig. Also, ich hatte ihn schon gut bearbeiten können und ich habe mich kaum bewegt. Alles klar. Ein bisschen Zeit für eine Stage habe ich noch. So. Wird ein bisschen länger... Ah nein, jetzt habe ich wieder Continue gemacht. Okay, dann nochmal frifra, freudiger Spaß hier im Wasserland. Echt ein Centaur und Marine, was das... Das passt thematisch nicht. Also das geht schon nicht. Wer hat sich das hier ausgesucht? Also hopp und hopp und hopp. Ja. Jedes Tier machen sie mir hier schlecht. Jedes Tier. Ey, sogar Fische hier. Aha, erwischt. Bevor du hier deine Runden ziehen kannst. Na. Ich sage gleich, falls ihr so kindliches Gehabe nicht mögt bei Let's Plays, dann solltet ihr euch ein anderes Let's Play von diesem Spiel euch anschauen, weil sowas ist bei mir Tagesprogramm. Hey! Bei diesem Spiel kann ich nicht ernst bleiben. Ich kann eigentlich bei gar keinem Spiel ernst bleiben. Ich finde immer eine Weise und einen Weg, auch wenn es eigentlich keinen gibt, ich finde ihn, dass ich irgendwie Spaß in das Spiel reinbringen kann. Na. Und der Teil schon mal ohne großes Gesterbe überstanden. Okay, hier, den mache ich mit einem Schuss fertig. Jawohl. Ich darf wieder nicht vergessen, dass das nicht mehr mein Unlimited ist. Hier habe ich einen aufgeladenen Schuss parat. Alles klar, und Mittelpunkt. Wo bist du? Jawohl, der eine Einstand fertig. Hey. Warten. Geronimo! Aha, in deinen Tod gesprungen. Und jetzt kommen wieder die kleinen Fußfallen. Die Feuerwerker. Bau! Wie süß. Sogar im Sterben sind sie süß. Bau! Darauf muss man aber auch erst kommen. Okay, Eddie, was hast du für mich? Wie wär's mit deinem Energietank? Ich habe einen Energietank bestellt. Keine Munition. Energietank.
Das müsst ihr machen, wenn ihr... Wenn er an der Leiter hängt, einfach warten, bis er was Nützliches runtertroppt. Hey, let us drop. Let's base drop. Boom, tack, boom. Das war kein Base Drop hier. Was brauche ich Energie? Ich habe volles Leben. Gib mir ein Leben oder eine Energietank, sonst gehe ich hier nicht weiter. Lololo. Dankeschön. Mann, oh Mann, du bist so verzogen, Mega Man. Tja, jemand, der schon 5-mal die Welt gerettet hat, darf ein bisschen verzogen sein, oder? Ich meine ja nur. Es ist ja nicht so wie bei Mario, der immer einen Kuss auf die Wange kriegt. Ich krieg nicht mal einen Kuss. Nee. Ich krieg Glückwünsche. Ole, ole, du hast die Welt gerettet. Und nach einem Monat, genau einem Monat, ich hab die Zeit gestoppt, kommt wieder Dr. Wily mit ein paar neuen Robotern. Obwohl ich meinen Urlaub geplant habe. Und kannst du dir vorstellen, wie nervig das ist, wenn dann doch, wenn das wieder passiert, hä? Wie nervig das ist. Der hat gar kein Schadensgeräusch gemacht. Wieso nicht? Alter. Alter. Oh. Alter. Ich gehe weiter. Geronimo durch den Oktopus. Gut, alles klar. Hier ist er dann schon, der Boss. Ich hätte mir hier nur meine Zeit hier verplempert. Und auch mein Leben. Ich habe ein Leben mehr. Diesmal vielleicht schaffe ich ja jetzt in der zweiten Episode einen Boss zu schaffen, weil so viel macht er nicht. Im Grunde muss ich einfach nur draufhalten. Bitte, Basta. Okay, wo bist du? Da bist du. Jawohl. Aber mit so wenig Kraft wird es nicht klappen. Oh, genau in mich rein, du kleine Genie, du. Alles klar, jetzt gehe ich mal mit aufgeladenem Schuss rein. Bei irgendwelchen Bossen ist es immer, dass der normale Buster die Schwäche ist. Eine der Schwächen. Okay, jetzt erstmal, wo tauchst du auf? Okay, das hat dir ein gutes Stück weggetan. Ja, du kannst mir gar nichts. Vorsicht. Am Haupte vorbei? Ja, schon fast bis zur Hälfte weg. Na, du kleines Drabitier. Hehe, mein Schuss trifft dich trotzdem. Und deine Schüsse treffen mich gar nicht. Tja, du hast Pferdebeine. Versuch doch mal zu springen. Okay, ich würde sagen, der ist erledigt. Jawohl, der ist erledigt. Der ist sowas von erledigt. Außer ich stelle mich jetzt blöd an. Nee, ich würde sagen, der ist erledigt. Ja, erledigt. Einfach mal mit den beiden Beinen auf dem Boden bleiben, auf dem Boden der Tatsachen, und dann schafft man auch sowas. Und das ist irgendwie, in fast jedem Mega Man Teil gibt es einen Boss, der einem eine zeitstoppende Attacke gibt. You got C-Flash, the Centaur Flash. It stops the time. Ein Muss auf jeder Lightning Party. Alles klar, Stage Lag, meine Damen und Herren, das war der zweite Teil von Let's Play Mega Man 6. Centaur Man ist vorbei, ist erledigt. Bei wem könnte denn Zeitstoppen etwas ausrichten? Vielleicht bei Windman, auch wenn ich Windmaker nicht mag, also nicht das Spiel, sondern Windmacher, die zu viel die heiße Luft abgeben, nicht mag. Ich muss den Bus mal machen. Also, sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Mega Man 6 bei Windman. Das ist Windman, nicht bloß Man, der hat auch was mit Wind zu tun, aber auch mit Eis. Ein eiskalter Typ, du, ja. Falls Ihnen dieser Part gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen und dann bis zum nächsten Mal. Ihr 93 Jovo, I love to entertain you, tschüss and goodbye.